Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem angekündigten Special. Ja, es ist ja bald der 1. Mai und ich habe mir gedacht, weil ich auch hier Seltag habe, habe ich ein bisschen Zeit. Komm, mach doch einfach hier so ein so eine Aufnahme hier. Also, ich habe mir das ganz besonders überlegt. Wir werden uns jetzt nicht immer Bilder angucken hier, sondern wahrscheinlich werden viele die Musik irgendwoher kennen oder auch nicht. Das weiß ich halt nicht. Was ist denn das bloß für eine Musik im Hintergrund? Ich wollte euch überraschen und ich denke, ich werde einfach mal rüber switchen. Es ist The Battle for Worthless. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. So. Viele, die es nicht kennen, sollten mal die Einführung hier spielen. Im Grunde ist das Spielprinzip recht simpel. Ich habe schon ein paar Einstellungen gemacht. Deswegen hier auf Vollbild, dann kann man das alles einstellen hier unter Einstellungen. Spracheinstellungen kann man halt die Sprache einstellen und so weiter, also wie das übliche, ne? Erweiterung, also hier steht ja unten, jetzt da unten, ich kann da schlecht hinzeigen. Herunterladen von Kampagnenepochen oder Kartensammlungen. Ja, also man kann dann hier. So, man kann dann hier noch weitere Kampagnen hinzufügen. Ein kleiner Tipp meinerseits ist, dass man von Anfang an spielen sollte. Denn wenn ich mich recht entsinne, kann man dann später, also in den Kampagnen, Szenarien, wie auch immer, die Charaktere übernehmen, also die Soldaten. Ja, wir machen einfach mal sehr einfach hier. Ich hoffe, ich kann das hier so schnell durchspielen, dass ich das euch zeigen kann. Ja, Geländeregeln werden erzeugt. So, gut. Jetzt haben wir hier einen Text, also. Im 28. Jahr des Herrschaft Garads des Zweiten, König von Westnet, wurde das Königreich in einem blutigen Krieg mit den Orks aus den Nordlanden gestürzt. Als das nordländische Heer ihr Lager nahe dem Fluss von Abyss in Galkadar aufschlug, befahl der König seinen Krieger den Angriff. Er spaltete seine Armee in zwei Teile, von denen er selbst die eine Hälfte befehligte und seinen Sohn Kronprinz Eldred die andere zur Führung überließ. Eldred war ein mutiger Krieger, fähig, seine Soldaten anzuführen, doch war er schon lange darauf aus, die Macht seines Vaters an sich zu reißen. In der Hitze der Schlacht sah er seine Chance. Er befahl seinen Kriegern, den König anzugreifen. Und so kam es, dass König Garad, dessen Bruder und seine übrigen Söhne tot auf dem Schlachtfeld lagen, als der Tag sich dem Ende neigte. Von einem nahegelegenen Hügel aus beobachtete Echevier Garads Gemahlin befriedigt den Tod ihres Mannes. Mit ihrem Sohn als Herrscher konnte sie ihre Machtgier deutlich besser ausleben. Gegen Tribut schloss der König der Nordlande Frieden mit Eldred. Dieser machte sich mit seiner Armee auf den Rückweg nach Gwaeldin, um sich dort selbst zum König krönen zu lassen. Was Eldred nicht wusste war, dass Delphador, Garads Erzmagier, die Schlacht überlebte und eilig nach Gwaeldin ritt. Sein Ziel vor Eldred erreichend, scharrte er des alten Königs treue Vasallen um sich, um den Tod des Königs zu rächen. Eldred erklärte Delphador und seinen Männern zu Verrätern und befahl den Angriff. In seinen Ohren klang noch der Rat seiner Mutter. Bekämpfe niemanden, ob mächtig oder schwach, außer dem Magier, dessen Kopf ich von seinen Schultern getrennt sehen will. Und Eldred
traf in der Schlacht tatsächlich auf Elphador. Schwert traf auf Stab. Als der weise alte Magier mit dem ungestümen jungen Krieger kämpfte. Schließlich wurden Delphadors Männer besiegt und in alle Winde zerstreut. Zufrieden schritt Echevier über das Schlachtfeld, um sich von Delphadors Tod zu überzeugen. Doch stattdessen fand sie den leblosen Körper ihres Sohnes, durchbohrt vom Stab des Magiers. Echevier selbst übernahm das Kommando der Armee und führte sie zurück nach Veldin, da sie wusste, dass die Neffen des alten Königs die Nächsten in der Erbfolge waren, befahl sie deren Ermordung und krönte sich selbst zur Königin von Westeros. Als die Kunde von Echevias Befehl Delphador erreichte, schlich er sich in den Palast und entführte heimlich Conrad, den jüngsten von Geralds Neffen, um ihn vor dem sicheren Tode zu bewahren. Delphador floh in die Ethenwälder, zog Conrad unter dem Schutz der Elfen groß. Traurig musste er mit ansehen, wie Echevier ihre Schreckensherrschaft über Westeros begann. So, ja. Das war ein netter, langer Text. Ich hoffe, ich habe das schön, ja, so hörbuchmäßig das vorgetragen. Naja. Ich werde es ja sehen, indem hier viele das gucken und so und liken. Gut, wir sind dann auch schon bei unserem ersten, ja, Missionsdinge, wie auch immer. Und, ja, dann starten wir. Ne? Wir sind hier unten in Athens Wälder. So, dann starten wir das Ganze. Ne? Hier mit der Pfeiltaste da. So. Im 16. Jahr des Herrschaft Echeviers richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die Elfen, die sie schon immer gehasst hat. Sie ließ orkische Söldner anheuern, um sie zugrunde zu richten. Meister, Delphador, von überall her kommen Orks. Was sollen wir tun? Es sind zu viele, um sie zu bekämpfen. Viel zu viele. Wir müssen fliehen. Aber wohin? Dies hier ist unsere einzige Heimat. Und was wird aus den Elfen? Wir werden sie zurückdrängen, aber dafür müsst ihr fliehen, Conrad. Das ist das Wichtigste. Wir werden nach Norden gehen. Sollten wir die Insel Edoreen erreichen, sind wir bestimmt in Sicherheit. Wir brauchen einige Elfen, die uns begleiten, Conrad. Eile in die Wahl deiner Begleiter, sonst werden die Orks den Weg nach Nordwesten versperrt haben. Ich werde mich beeilen. Meine Krieger, greift die Elfen an und besetzt ihre Dörfer. Lass uns dieses Land für die Königin erobern. Wir werden diese dreckigen Elfen in Stücke reißen. Kommt nur, verruhtes Söldnerpack. Wir werden euch schon zeigen, aus welchem Holz die Elfen geschnitzt sind. Seid vorsichtig, Conrad. Schützt ihn gut, Delphador. Hier ist nicht der richtige Ort, euer Leben zu lassen, Chantal. Jemand muss die Nordelfen warnen, dass der Krieg, welchen wir so lange fürchteten, begonnen hat. So, ja, jetzt sieht man noch ein bisschen von der Karte. Und, ja, ich denke, ich werde in den nachfolgenden Kampagnen das immer schwieriger haben mit der Sprachimitation. Ich habe jetzt schon gerade so versucht, das immer wieder meine Stimme auf den Charakter zu übertragen. Also, es ist gar nicht so einfach. Naja, gut. Aber ich finde, ich mache das ziemlich gut hier mit der ja, Dialoggeschichte. Ja, wie gesagt, es kann zu Abwandlungen führen, also nicht irritieren lassen, ja? Gut, also, Sieg natürlich hier da oben, da auf der Karte hier, das da, müssen wir erreichen. Und verlieren werden wir, wenn Figuren mit dem Krönchen sterben. Also, diese, Moment, das sind unsere, die kann man befehligen und die nicht, die sind halt auch blau hinterlegt. Ja, hier, die sind auch blau hinterlegt, ne, die sind gar nicht hinterlegt.
Ich glaube, unser Verbündeter ist einfach blauer Intellekt. Na gut. Nein, das ist nicht der. Das ist nicht der Zustand, also ob sie betrunken sind oder nicht. Das ist was ganz anderes. Gut, man kann jetzt hier Rechtsklick machen und dann. Was anderes. Erstmal vorweg. Es muss immer ein Typi mit einer Krone im Bergfried stehen. Also das ist hier dieses imposante. Ja, also es sieht anders aus als hier, das, als in der Mauer. Und erst dann kann man halt Truppen hier einberufen. Also wenn man aus vorherigen Szenarien Truppen gemacht hat, dann kann man halt die wieder einberufen. Das heißt, Truppen kriegen Erfahrungspunkte und können damit Level aufsteigen. Aber erstmal haben wir überhaupt gar keine, deswegen brauchen wir erstmal hier ein paar Rekruten. So, weil es immer umständlich ist, hier Rechtsklick ausbilden und so weiter. Ne, hier seht ihr auch, man kann auch Steuerung R drücken. Das werden wir dann auch gleich machen. So, Steuerung R, zack, Steuerung R, zack. Oh, ganz cool fand ich die Elfenspeer. Und jetzt können wir halt nichts mehr machen. Gut, den König kann man später immer noch hier rausziehen und irgendwo hinschicken, das geht. Und, naja, gut, beenden wir den Zug. Ja, unsere Gegner können natürlich auch hier wieder Kreaturen erschaffen. Oh, und jetzt hat er ein Haus erobert. Die Häuser braucht man, um Gold anzuschäfeln. Das seht ihr hier oben in der Ecke, Einkommen. Denn jeder Soldat braucht ja auch Geld. Es kämpft ja niemand ohne Geld. Ja, ja. So, reiten wir dahin. Und je mehr Häuser man hat, desto mehr Typen kann man auch praktisch halt unterhalten. Hier sieht man unsere Gesamtanzahl von Leuten, die wir haben. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir da draufklicken. Nö, passiert nichts. Gut, gut, die schicken wir mal hier ein paar hoch. Die da ein bisschen aufhalten. Und ja, wie gesagt, unsere prime Aufgabe ist einfach zu fliehen. Ja, wir können immer noch nichts machen, denn wir haben halt zu wenig Geld. Ja, das ist halt ein rundenbasiertes Spiel. Aber ich denke, das ist halt auch ganz nett teilweise. Ja, wenn es euch gefällt, Download steht natürlich wieder unten in der Beschreibung. Und ja, ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Kann man schnell mal in der Freizeit spielen. Ist halt, wenn man immer wieder den Anfang spielen muss, um halt gute Charaktere zu haben, langweilig, aber na gut, wie gesagt, man muss halt einfach drüber stehen. Ja, man hatte ganz am Anfang stand irgendwas von wegen 40% des Geldes, was man jetzt hier gewinnt, in dem nächsten Szenario zu übernehmen. Das heißt, man kann dann also hier Geld schäfeln und das dann im, ja, auf der nächsten Map, wie auch immer, dann halt benutzen. Wie ihr seht, sind hier immer so Prozentangaben. Das heißt, das ist die Deckung. Also wie das aussieht mit der Defensive. Hier, also ist auch unterschiedlich. Die Krieger haben hier halt 60% Deckung und die haben hier halt 70%, weil das Elfen sind. Ne? Die sind halt ganz cool. Dann gibt es halt wieder unterschiedliche Geschichten. Also die Menschen zum Beispiel, die können nachts schlechter kämpfen als die Elfen. Oh, wir können ja wieder hier mal. Ne, können wir noch nicht. Na gut. Also, diese Kreaturen hier, die können nachts deutlich mehr zuschlagen. Ja, man kann es ja auch einsehen, indem man hier auf dieses, ja,
Ach, wie soll man das nennen? Also, einfach, ich nenne es einfach Bildchen. Auf das Bildchen geht und dann sieht man hier zwielichtige Einheiten minus 25%, lichtscheue Einheiten 25%, also. So, die, ja. Stärke halt. Ne, ist halt nah. Redliche Einheiten, keine Ahnung. Ja, hier, unser Verbündeter macht jetzt gerade ja ein bisschen Schäden. Und ihr seht, dass die eigentlich ziemlich übertrieben viel Leben haben. Ja, 65 und unser Typ hier hat 29 gerade. Das ist fast schon das 2,5-fache. Ja, also das Treffer ist es nicht so wirklich, deswegen hat die Kommazahl. Das Spiel kann man übrigens auch im Multiplayer spielen. Ja, was kann man dazu noch sagen? Wie gesagt, wenn ihr es auch haben möchtet, das ist Open Source, man kann es halt downloaden. Wie Download-Link ist in der Beschreibung. Diese scheiß Soundeffekte sollte ich vielleicht mal... Ach, mach ich einfach nächstes Mal leiser. So lange muss ich damit leben, dass es so laut ist. So, ja, ich hätte ja beschlossen, dass wir uns einfach hier immer schneller zurückziehen. Naja, das macht keinen Sinn, in der Nacht zu kämpfen. Unser Magier, der rennt da die ganze Zeit. Ja, machen wir einen Elfenspeer. Coole Magier gibt es später erst. Ja, das kann ich sagen. Es soll ja nicht langweilig werden hier. Ich merke das schon in den anderen Parts, dass ich immer weniger Aufrufe kriege. Entweder weil ich so wenig rede, oder ich habe noch eine zweite Idee, weil ich so lange Videos mache. Also von einer halben Stunde. Ich glaube, das ist auch generell blöd. Naja, gut. Zum Glück kann ich das Spiel jetzt auch mit anderen Programmen starten, als mit Fraps. Also als Aufnehmen, meine ich jetzt. Ne? Und dann sollte ich viel schneller hier Parts davon machen. Ich denke, ich werde es hier auch Let's Playen mal. Denn ich finde das eigentlich recht cool. Das macht Spaß, das Spiel. Ihr seht, dieser Troll da, der kann ziemlich viel ab. Und wenn Einheiten eine Runde lang stehen, dann kriegen sie auch zwei Leben regeneriert. Oder wenn sie in Dörfern stehen, dann kriegen sie auch ja, Leben regeneriert. Das ist dann ganz cool, wenn man hier so Angreifer hat. Wie hier. Und die greifen dann einen an und machen ein bisschen Schaden. Dann sind die in der nächsten Runde, also wenn wir wieder am Zug sind, um 8 Leben geheilt. Ja, wie gesagt, auch wenn die 8 Leben, wenn die eine Runde lang auf dem Gebäude stehen. Aber wenn sie zusätzlich eine Runde auf dem Gebäude stehen, können sie bis zu 10 Leben regenerieren. Ich denke, das ist auch irgendwie ein ganz cooles Feature. Ich finde die Reiter irgendwie voll cool. Wir kriegen in dem nächsten Szenario noch viel coolere Reiter. Aber ich will ja gar nicht hier so viel vorweggreifen. Das ist ja dann langweilig. Ja, wie gesagt, man braucht Häuser, um halt Geld anzuschäfeln und Truppen machen zu können und so. Das heißt, man kann nie genügend Häuser haben. Vor allem, die werden ja auch hier langsam wieder zurückerobert. Das ist ein bisschen von Nachteil, aber naja, gut. Ja, wenn man alle Häuser hat, dann hat man halt alle Häuser und dann kann man wenigstens die ganzen Truppen auch bezahlen.
Sie zerstören unsere Heimat. Wir dürfen nicht zurückblicken. Wir müssen schnell weiter. So, ja. Ja, wie ihr gesehen habt, war es jetzt ein bisschen unerwartet, dass ein Dialog kam für mich. Deswegen konnte ich mich jetzt nicht spirituell darauf vorbereiten. Aber naja, gut, das, da muss ich halt noch ein bisschen dran üben. Aber ihr müsst zustimmen. Wenn ihr 10 Charaktere sprechen müsst, dann könnt ihr auch nicht jede Stimmlage wieder treffen. Das ist halt was schwierig, aber na gut. Ich mag eigentlich so die Erzählergeschichte, weil das ist irgendwie einfach. Lässt euch mir auch irgendwie was Lustiges einfallen und hol meine Freunde hier dran und die sprechen dann halt immer so einen Charakter. Das wäre eigentlich ganz cool, denke ich mal. Oh, seht ihr hier, wie der Schaden austeilt? In der vorherigen Runde hat er 20 und jetzt hat er 25 ausgeteilt, hier dieser Troll da. Vergiftet heißt, dass die immer Schaden kriegen. Es sei denn, die werden vom Magier geheilt, also die so praktisch man kann das Gift hinauszögern. Oder die haben eine Fähigkeit erlernt, mit der die halt dieses Gift aufheben können. Also ihr merkt schon, hier die Gegner sind ein bisschen stärker geworden. Die Elfen bleiben eigentlich relativ gleich. Die haben keine Vor- und Nachteile. Das ist halt ihr Revier hier. Seht ihr hier, der da am Haus wird in der nächsten Runde, wenn die wieder dran ist, geheilt sein. Also wird nicht mehr vergiftet sein. Ja, diese Schamanen hier, diese Elfenschamanen, finde ich irgendwie total langweilig, weil die nichts können. Das ist halt so, die zaubern so ein bisschen so. Und ja, das war's auch schon. Mehr können die halt nicht. Ist ein bisschen so ein Hokuspokus. Ja, ich denke, wir fangen da auch einfach mal an, hier den Noob anzugreifen. Na gut, kriegen wir aber mehr Schaden, als dass es was bringt. Hm. Sowas ist natürlich blöd, aber kann man halt nichts gegen machen. Stell ich mal den Jupp in den Wald. Ja, die lasse ich noch bei den Häusern stehen. Rest ich weiter hoch. So, haben wir hier irgendjemanden vergessen? Nee, ne? Nein, haben wir nicht. Gut, dann sind wir eigentlich schon, na gut, bald, ein paar Runden noch, da oben. Ich werde das Ding hier einfach irgendwann mal in zwei teilen. Oder auch nicht. Ich denke, ich mache hier nach dieser Runde einen Cut und dann sehen wir uns wieder. Denn wir haben ziemlich viel Zeit verloren durch diese Vorgeschichten und so. Aber na gut, das gehört halt einfach dazu. Ja, großes Gekämpfe. Sterben und hier diese blaue Leiste, die mittlerweile viele Truppen haben von unseren Verbündeten, zeigt halt die Erfahrung an. Und ärgerlich ist es immer, wenn einer stirbt, der ziemlich viel Erfahrungspunkte gesammelt hat, dann ist halt, das dauert das halt wieder länger, bis einer der Soldaten, ach schade, der hat ihn umgebracht. Ja, hier seht ihr, er war nicht mehr vergiftet, aber gestorben ist er trotzdem, weil er halt nicht mehr gemacht wurde. Ja. Ich kann halt wenig sagen jetzt hier. Also ihr seht hier, mit Level 1 Charakteren gegen Level 2 Charakteren zu kämpfen, ist was schwierig. Da muss man das mit Masse wegmachen.
Also immer weiter auf den einschlagen. Bis der irgendwann halt, ja, stirbt. So, ja, okay. Jetzt hier kommt die Waldfee auch raus. So, hü-hü, wir reiten einfach mal hier in den Wald. Ja, 50% hat irgendein anderer mehr, den wir hier haben. Ah, da kommt er gar nicht hin. Das ist auch clever. Dann nehmen wir das Schwert. Also das hier ist Verteidigungsbonus, ne? Hier, das mit den Ländern. Oh, cool. Wir können ja einfach rein. Das ist praktisch. Ja, wir ziehen einfach unsere Einheiten weiterhin nach hier oben. Denn wir müssen ja da zu diesem Wegkreuz praktisch gehen hier. Ja, das war's wieder. Und, ach, jetzt habe ich nicht nach der Runde den Break gemacht, ey. Ja, sie wird sterben. Ich sag's ja. Ja, hier gehen jetzt halt die Häuser weg. Heißt, wir kriegen wieder weniger Geld und so. Das ist ärgerlich, aber na gut. Wir hätten nicht genug Ressourcen, die, also Geldmittel, um alle zu bekämpfen. Und dann gleichzeitig auch noch. Das ist ärgerlich, dass der gestorben ist. Der wäre beinahe ein Level aufgestiegen. Hier, ihr seht der Könige. Also die Leute mit den Krönchen. Hier, also da. Die sind normalerweise immer ein Level stärker als ihre eigenen Truppen. Aber sie können halt auch aufleveln. Oh, schau, den hätten wir nicht umgebracht. So, jetzt ist er tot. Ja, hier seht ihr, der König kann auch aufleveln. Sieht man hier immer. Und ihr habt auch gesehen, hier ein bisschen Heilung in den Gebäuden jetzt. Der hat ganz gute EP gekriegt. Also wenn Level 1 Leute Level 2 Typen killen, dann kriegen die ein bisschen mehr EP. Also Erfahrungspunkte. Für die, die es nicht wissen. Ja, man müsste eigentlich hier reinstellen, dann kann er keine Truppen mehr machen. So, gut, wir machen jetzt hier einen Break und ich speichere lieber vorher ab. Karte speichern. Warte. Spielspeicher, haha, Kartenspeicher macht ja keinen Sinn. Ja, benennen wir es. Wie ist das denn hier? Zu verstehen. Let's play. Nee. Wir zocken. Wir zocken. Ja, ich denke, das sollte einfach reichen. Spielstand wurde gespeichert. Gut, und dann sehen wir uns praktisch in der nächsten Folge. Tschö, und na, nächste Folge angucken. Hier, da oben, den Link anklicken. Hier oben, da, hier, hier oben. Ja, ja, kommt schon für die nächste Folge. Klickt hier oben. Klickt. Na gut, wenn ihr es nicht machen wollt, dann habt ihr Pech gehabt, dann seht ihr die nächste Folge nicht. Ha! Ha! Ha. So. Wollte ich jetzt gesagt haben. Ja, immer noch hier oben. Naja, ich lasse euch jetzt in Ruhe.